Danke, dass du mitgekommen bist. Aber gern doch. Es freut mich, dass du dein Herz ausgeschüttet hast. Das wird etwas unangenehm. Wir sollten schnell in den Orbit. Verbindung zum Ausdehnungssystem. Niemand ist in diesen Zeiten ohne Leid. Niemand. Nicht mal Lilly. Das stimmt. Sollen wir weiterfliegen? Soll der Alpha-Kern sein? Adam? Hast du mich gehört? Oh, entschuldige. Eine Nachricht aus Zion kam rein. Ist alles in Ordnung? Etwas Schlimmes muss vorgefallen sein. Ich muss umgehend zurückfliegen. Was? Aber wir sind so nah dran. Okay, dann gehe ich allein. Wenn ich mit dir komme, verpasse ich sonst vielleicht den Alpha Nativa. Eve. Setz mich ab. Flieg ohne mich zurück. Schon gut. Ich schaff das allein. Wartet. Ich denke, ich habe da eine wirklich gute Idee. Ihr könnt die Drohnensteuerung mir überlassen. Adam fährt mit dem Hoverbike nach Zion. Ich übernehme so lange. Ein perfekter Plan, oder? Lilly, nicht jeder kann mal eben so eine Drohne steuern. Man muss Dinge voraussehen können. Man muss schnell kluge Entscheidungen treffen und... Und der Stabilisator, Scanner und die Sensoren erledigen die Arbeit für einen. Was? Woher weißt du? Hab ich bei der Modifikation der Railgun gelernt. Bin sie auch Probe gefahren? Das lässt sich aber trotzdem nicht mit Wissen durch echte Erfahrung vergleichen. Was hältst du von Lillys Idee, Eve? Adam, verlass dich auf uns. Geh. Okay, okay. Schön. Ihr gewinnt. Übertreibt es bloß nicht, während ich weg bin. Damit meine ich vor allem dich, Lilly. Endlich kann ich zeigen, was ich so drauf habe. Jo, also zu Stellar Blade, letztes Mal hier gelandet, freundlicherweise. Und wir müssen irgendwie zum Zentralkern, wo immer das auch sein mag. Lass einfach mal losdüsen. Ich check mal die Verbindung. Ja, mach mal. Wie ist das? Ist nice. Ich höre dich klar und deutlich. Okay, keine Zeit zu verlieren. Okay, das ist der Zentralkern, oder was? Der Orbitlift. Bis vor kurzem hat er funktioniert.
Er bezieht immer noch Energie von Fusionszellen. Okay, müssen wir rüber jumpen, oder? Leere Kisten in den Weltraum. Na, mal gucken. Oh, es gibt Lebenszeichen in deiner Nähe. Vorsicht! Ja, das zum... Maschinen-Nativer. Ah, okay, doch ein fieser Typ. So, wie kommen wir da rauf? Wieder, weil das ist ja dann doch interesting da oben. Böse Kiste. Ach so, nur um da runter zu kommen, oder was? Na, kann's ja nicht sein. Das kommt auch anders, oder? Oder wollen wir dann hier irgendwo raufspringen? Nee. Okay, ich glaube, es bringt erstmal nichts. Hier gibt's wohl mehr vom Typ parasitäre Maschine als vom Typ Tier. Der Typ Maschine ist schwierig. Und oben rauf? Nein. Oh, okay. Es tut so doll weh. Aber ist auch spannend hier rüber runter und durch, oder nicht? Darüber? Wegen Doggies, okay. Oh, okay. Okay, da oben wollen wir natürlich hin, aber erstmal hier. Komm schon! Katschin. Hängeohren. Mhm.
das Schleusentor zu. Okay, und ist in so einen Gang es rein, oder? Mal quatschen. Lilly, hat Adam schon irgendwie mit dir Kontakt aufgenommen? Lilly? Lilly! Oh, hast du gerufen? Tut mir leid. Gab es etwa ein Problem? Nein, ich habe mir nur das gesicherte Vermächtnis angeschaut. Bist du deswegen besorgt? Ich will nur überprüfen, ob die Informationen darauf echt sind. Das ist gut, aber bleib bitte bei unserer jetzigen Aufgabe. Genau. Jawohl, überlass das mir. Okay, drüben können wir noch was anschauen, ne? Da war ja auch noch ein Weg hin. Mal kurz gucken. Mann. So, also unten geht jetzt ein Weg rein, dachte ich. Okay, muss man die andere Seite lang oder hier irgendwie... Okay. Man hätte also auch von dieser Seite kommen können, das ist der Witz, ne? Okay, lass mal sein. So, und da rauf, wie kommt man da hin? Lass mal hier reingehen, dass wir mal sehen, was hier ist. Boah, Alter. Das war nicht schlecht. Wetten, der Netiba von vorhin ist dafür verantwortlich? Nicht. So auch nicht. Ne, geht nicht, ne? Oder da hinten ran springen, dass man da... Warte mal, nochmal ausprobieren. Dass man da ran muss, ne? Geht auch nichts. Also doch hier rüber krabbeln. Na gut.
sind fertig. Natürlich nicht. Okay, aber dann, wenn es hier sowieso lang geht, dann gucken wir nochmal da hinten lang. Keine Lust zu beten. Ich habe einen Ausgang entdeckt. Wir müssen wieder zurück. Hier lang. Ja, da wollen wir aber nicht lang. Gucken jetzt erstmal hier nochmal. Okay, Labyrinth. Sind wir von hier gekommen oder ist es ein anderes Ding? Ah, von hier sind wir gekommen, ne? Mhm. So, jetzt nochmal gucken. Also. Wir wollen dann doch hier rüber, ne? Das sieht irgendwie zu einfach aus, ne? Da ist irgendwas. Rüberspringen oder was ist die Idee? Okay. Oh! Das nenne ich mal ein Hochleistungskörper. Beneidenswert. 16. Willst du gar nicht zum Versorgungslager? Hier? Okay, müssen wir wohl, ne? Mal quatschen. Mavas Fia muss das doch gewusst haben, oder? Vermutlich. Aber... Du fragst dich, warum sie die Wahrheit vor uns verborgen hat, richtig? Ich habe noch nie in meinem Leben an der Mavas Fia gezweifelt, ich schwöre es. Aber ich bin einfach ein bisschen verwirrt. Ich kann das verstehen. Geht mir genauso. Aber ohne weitere Informationen können wir es nicht wissen. Lilly, wir sollten uns erstmal auf das hier fokussieren. Ja, da hast du vollkommen recht. Okay, let's go. Hier. Hacking erfolgreich. Jetzt bist du dran. Bam. Die Hypertube ist zu. Das ist der einzige Weg zum Raumfahrtzentrum.
Kannst du sie irgendwie öffnen? Schauen wir mal. Wow, okay. Komm schon. Ne? Okay. Oh, okay. Kommt er denn hier schon wieder her? Okay, er hält einen nur fest, der eine Typ unten, ne? Aber die sind trotzdem ätzend. Okay, ein Versuch. So, von da oben wären wir auch ganz entspannt runtergekommen, aber leider abgestürzt. Mal kurz gucken, was wir oben noch verpasst haben, beziehungsweise ob wir wirklich runter müssen und dann darüber irgendwie. Also, hier rüber wäre es ja auch gegangen. So ein halber Dude bleibt also immer noch übrig, wenn man die kaputt gesnaggelt hat. Okay, verstehe. Um die Hypertube zu nutzen, müssen wir sie mit Strom versorgen. Jawohl. Ah, es hat ja geklappt. Alter, der ist echt schnell. Okay, dann habe ich das Prinzip doch noch nicht so richtig verstanden. Okay, so, du bist Strom. Das muss mal ein Part, oder? Das ist der Stromanschluss der Hypertube.
Wenn du alle Anschlüsse hier aktivierst, wird die Hypertube wieder mit Strom versorgt. Okay. Geht klar. Überlass das mir. Okay, ein bisschen andersrum, ne? Kommen wir wieder rauf. Entspannt. Wahrscheinlich nicht, ne? Okay, dann über die Leiter. Da drüben ist so ein Ding, das ist aber dahinter, ne? Ja, genau. Okay. So, hier wollen wir rein irgendwann. Okay, sind doch ein paar. Wollen die anmachen. Wir müssen erst alle besiegen. Wow. Nicht so gut gemacht. Tja, was ist denn da? Blocken kann man die nicht. Vielleicht noch mit den eigenen Waffen schlagen. Geht auch nicht, oder? Wimmelt es von Nativas. Sei vorsichtig. Ist wie es ist.
Na, no, das geht doch, oder? Mal ein bisschen cleverer machen. Ja, oder so. Ist ja noch eins, ne? Schon klar. Mal liegen lassen. Na gut, warte mal. So, es sollten alle sein, oder? Sehr gut. Die Hypertube wird wieder mit Strom versorgt. Jetzt können wir endlich zur Hypertube. Direkt rein oder noch anmachen? Wahrscheinlich noch irgendwie öffnen hier, ne? Naja. Sie war verriegelt. Die Route ist wahrscheinlich sicherer als andere. Oh oh. Was ist los? Stimmt was nicht? Nein. Schon gut. Und nochmal schauen? Na gut, komm. Rot nicht gut, okay.
Lilly, du bist hinter mir, oder? Geht das bitte etwas langsamer? Was ist das? Ein Viech. Pass auf! Das war's aber noch nicht, oder? Kommt gleich wieder. Er oder sein Arm weg. Kämpft. Wir sollten eine Pause einlegen. Wollen wir hier rauf oder wollen wir da hinten einfach lang und dann da hinten rauf? Einfach über die Leiter, ne? Treppe. Ein Versorgungslager. Mhm. Wieder quatschen. Er wirkte nur anders als die, die mit Maschinen verschmolzen sind. Anders? Ich habe starke Gefühle gespürt. Stärkere als jemals zuvor. Gefühle? Das waren keine gewöhnlichen Gefühle. Hass erfüllt. Er wird zurückkommen. Aber wir haben seinen Arm abgetrennt. Ja, allein das wird seine Gefühle nicht auslöschen. Hier kannst du durch. Okay. Wow. Lilly, was ist das hier für ein Ort? Von
Von hier wandern Ressourcen und Materialien zum Orbitlift. Okay, aber ich würde sagen, den schauen wir uns erst beim nächsten Mal an, den Komplex. Also, bis dann, ciao.